Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Avorion mit dem Piratenkönig YOLO. Moin moin. Und den Föderationsführer, die Ideenspiele. Wunderbar. Ja, wo war Schiedlich? Du bist 9 Kilometer entfernt, da schieße ich mal lieber nicht auf dich. Ich habe hier eben gerade aus Versehen gegen diese Werf geschossen und habe erstmal Ruf minus bekommen. So, wir wollten noch ein bisschen Ressourcen farmen, oder? Oder du wolltest noch Ressourcen farmen? Ja, Titan wäre gut. Also ich suche ja immer noch nach Titan. Genau. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Ich bin gerade nicht auf dem Laufenden. Ich muss Stand, dringend noch am Schiff gehen. Bauen. Das, stimmt, da habe ich glaube ich aufgehört. Nee, wir wollten erstmal farmen und dann wollten wir bauen. Das war unser letzter Stand. Also gehen wir jetzt Titan suchen, ja? Ja, ich kaufe kurz aber einen neuen Typen. Beziehungsweise ich kaufe gleich mal 4. Früher oder später gehen die mir nämlich hier aus. Hier waren wir ja schon in der Galaxie. Die haben wir ja schon geplündert, oder? Sehe ich das jetzt echt? Richtig? Okay. Huch, oder sind wir hier nur rüber geflogen? Hat mir nicht irgendein Dings gefehlt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist noch nicht mal so lange her, die letzte Aufnahme. Und schon alles vergessen. Ja, das stimmt. Dann gucken wir uns unsere eigene Folge nochmal an. Nee, also ich weiß nur, dass wir noch Ressourcen sammeln wollten. Ich weiß aber nicht, ob wir diesen hier schon erkundet haben, aber ich glaube schon. Ich würde sagen, wir fliegen einfach weiter Richtung Mitte. Genau. Weil da kommen wir auch näher an Titan ran. Weil mir fehlt es ja, glaube ich, an Batterien. Nord-Nord-Ost ist falsch. Das müsste aber dann das Tor, glaube ich, sein. Ja, was ist denn los? Ich kann gerade überhaupt keinen Bremsweg berechnen. Ich flieg einfach dagegen. Das repariere ich gleich nochmal. Auch nicht das Tor. Ist es das Tor da unten? Nee, ohne. Nö, das Tor ist es auch nicht. Hä? Ach ja. Dann bist du das. Bist du das? Was? Das ist es. Nee, halt. Du suchst gerade das Tor. Führt überhaupt ein Weg nach unten? Naja, seitlich weg, deswegen. Aber ich guck gerade, das müsste ja nie ohne. Also nordöstlich. Nord-Nord-Ost. Wir haben ein. Nee, Nord-Nord-Ost ist aber der. Das ist Nord-Nord-Ost. Ja, damit darf ich jetzt meine Reparatur wieder bezahlen. Okay, ich brauche dringend einen besseren Bremskreis. Also, ich habe das Tor, das ist das hier hinten. Okay. Ost-Süd-Ost. Bin ich jetzt so doof, in die Werft zu finden? Werft, hallo. Soll ich schon mal vorfliegen und gucken, was da ist? Jupp, kannst du gerne machen. Aber erstmal baue ich hier nochmal kurz ab. Nord-Nord-Ost, hast du gesagt? Gut. Ich hab einen Bremsweg mit dem Schiff. Nicht Nord-Nord-Ost. Ich nehme das Tor Ost-Süd-Ost. Achso, Ost-Süd-Ost. Also O-S-O. Komm schon! Ach, dieses Schiff. Also, ich muss auf jeden Fall gleich nochmal komplett neu bauen. So, ja, wie gesagt, sobald wir die Ressourcen haben, dann nehmen wir uns mal die Zeit und investieren da mal ein bisschen drin. Genau, weil das hier, mein Schiff geht ja gar nicht, es hat einen Bremsweg, also es ist noch nicht mal groß, sondern trotzdem einen gigantischen Bremsweg. Tja, also meins ist Hammer. Dann musst du die Dinger mal flach machen und hintereinander stapeln, so wie ich. Ja, yeah. Ich hab vorhin, kam ich auf eine witzige Idee, ich hab's auch mal kurz ausgetestet, funktioniert. Und was ist diese witzige Idee? Ich mach mir vorne so einen Stab nach vorne. Und daran dann seitlich ganz viele von diesen kleinen Platten. Und was soll das bringen? Bremsschub. Du kannst sie auch hintereinander stopfen. Meine ich ja. Aber es soll ja auch nach was aussehen. Handelsdings, Geschütztürme, Abwrackgläser in Golden für 74.000. Oh, das ist aber nice. Also 53 Schaden, Effizienz 31. Aber das dafür auch 73.000. Raumjäger kann man hier kaufen, Upgrade kaufen. Was haben wir denn hier? Oh, Frachtraumgröße. Raumjäger ist dann wahrscheinlich, dass man zum draufpacken, oder? Das ist ein Upgrade, das kannst du draufpacken und dann kannst du so Raumjäger losschicken. Ich habe keine Ahnung, ich habe sie selber noch nicht gehabt. Für mich wäre das alles ein Neuland. Ich will mir das jetzt aber auch nicht kaufen, wenn ich nicht weiß, wie das ist. Hm. Das lohnt sich nicht. Ja, ich denke, wir finden es eh irgendwann. So sieht's aus. Unbewaffnete Geschütze. Eisenplanet. Könnte ich eigentlich einbauen, dann habe ich sogar noch einen mehr. Zack.
So. Na, ab wann tue ich visieren? Ab 06 erst? Okay. Können wir eigentlich noch mal kurz Ich muss echt ein weiteres. an die Asteroiden muss ich echt dran gleiten. Ansonsten kleide ich jetzt mal dagegen. Wie ich schon schmerzhaft erfahren musste. Oh, Titan. Titan. Was ist das? Abwrack? Bergbau. Ah, das ist aber schlecht wegen der Zahl, aber. Nehmen wir dich. Nehmen wir dich. Scheißegal. Und die Nummer 2. Hallo? 2. So. Da nochmal und da nochmal und da Ich glaube, ich habe nicht genug nochmal. Leute, wie immer, ne? Ah, klassisch. So machen wir das. So, ich fliege Dann jetzt gehen hier wir nach da mal oben gucken. und dann repariere ich. Was haben wir hier? Ein Handelsposten. Okay, also hier sind ganz wenig Metroiden, aber hier gibt es eine Militärstation. Hier könnte man. Warte mal kurz. F, 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 F. Schwarzes Brett. Finde ich die Piraten. Mittel. Da kriegen wir 63.000. Wollen wir das mal probieren? Ach so, ich bin noch zu weit entfernt. Einen nahegelegenen Sektor wurde von Piraten besetzt und sie greifen unsere Konvois und Händler an. Wir können diesen Abschaum nicht tolerieren und brauchen jemanden, der sich darum kümmert. Die Frage ist, kriegen wir dabei noch Unterstützung? Nein, glaube ich nicht. Es ist Schwierigkeitsmittel und 63.000, aber. Und 63.000 ist viel, wenn du bedenkst, dass dieser goldene Laser eben 73 gekostet hat. Welches dort warst du? Süd-Süd? Nee, okay. Ost-Südost. Ost-Südost, ist das da? Nordost? Nein. Ja, wo ist denn das letzte? Wo ist Aber das hier Tor? ist auch Ich guck kurz auf die nichts. Karte. Es gibt eins. Nee, es gibt drei Tore, aber. Wo ist. Ah, da hinten, oder? Ja, Ost-Südost. Aber ich habe einen Energieverbrauch, dadurch, dass ich so wenig Generatorenleistung habe. Hoho. So. So, dann brettern wir mal hier durch. Oh, da war noch Theorit. Ja, nehmen wir den Quest an oder was? Ich weiß nicht, ob wir die dann für uns beide annehmen. Kann ich ja nicht mal testen, oder? Joa, kannst ja schon mal. Obwohl, warte noch, bis ich da bin. Die Frage ist, Scheiße. kriegen wir beide dann auch dieselbe Quest oder kriegst du eine andere Quest? Das ist natürlich. Was habe ich denn jetzt alles gerade eben zerlegt? Ich habe. Minus 373, 258. 373, 258, Ich habe ein goldenes 373, Bergbaugeschütz, aber ich habe das nicht verwendet. 373. Okay. Das ist in die Richtung. 73, 58 war das, ne? 73, 58. Das ist gut, da können wir locker hinspringen, indem wir wieder zurückspringen. Okay. Ja, Also können wir auch gleich machen. wenn du genau dieselbe Quest kriegst. Doppeleisenabfrackgeschütz. Ja, ich werde gerade Finde ich für die angegriffen. Piraten. Ja. Hallo? Musst du nur mal gucken, ob du die auch bekommst. Ich werde gerade von Piraten angegriffen. Wo? In dem Sektor hier? Nee. Hier noch in meinem alten. Ich wollte gerade durchs Tor reisen, auf einmal Piraten von hinten. Sind die Ich einfach baue mir Lecker gespawnt? ab. Ich baue mir einfach nur Lecker ab. Du das Wieso nur tust. Eisen? Nebenbei Kabum. suche ich nach Geheimverstecken. Aber ich sehe hier keine. Mich wundert, dass ich hier keine Hilfe bekomme. Weil du zu weit weg bist. Und wenn du selber angreifst, nur dich angreifen, aber keine von der Konfrontation ist, dann bekommst du eh keine Hilfe, glaube ich. Naja, passt schon. Also sie sind irgendwie simpel gerade. Was habt ihr denn hier? Oh, die Ich schieß gerade einfach mit dem Abwrackgeschütz drauf.
Ah, das war's schon. So, dann machen wir das dann aus. Und dann hätte ich gerne eure Generatoren. Entfernen. Wenn wir jetzt ja auf Jagd gehen, mache ich lieber mehr Geschütze. Die Piraten erledigt hast. So, ich habe 8000 Geld. Nice. Schnieke Sache. Na, Alter, warum fliegen die so weit weg? Ich komme nicht hinterher. Weil, wenn ich einmal Gas gebe, bin ich wieder zu schnell unterwegs. Ach so, scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wie wegen dem Waffensystem, das ist ein bisschen. Ah, cool, hier ist ein Händler. Aber den suche ich jetzt gerade nicht auf. Oh, der ist ziemlich gut hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hui! Und hier, das ist eine hohe Feuerrate, nehmen wir auch noch mit. So, den nehmen wir jetzt noch mal kurz. Na, komm, einmal drehen. Warum bin ich eigentlich immer so nah am Schiff ran? Besser. Davon können wir auch gleich zwei platzieren. Zack. Zack. So. Leute, haben wir genug. Dann machen wir hier einen abziehen, da zuweisen. Jetzt passt das auch wieder. Ist gut. Lieber eins, zu viel als eins, zu wenig. Zwei. Okay. So, hier gab's noch ein bisschen Zeug. Ja, in der Zeit, wo er da noch braucht, der Jolo, ne? Ja, ich baue hier gerade ab, also die feindlichen Piratenschiffe. Ich meine, die haben ja Titan dabei. So, das war doch gerade Teil von dem Generator. Warum habe ich keinen Titan bekommen? Naja, was soll's. So, und drauf da. Yeah, und da geht er. Da ist ja gar kein Titan drin. Down. Okay, die Dinger da sind. Warte mal. Nee, da schwebt einer rum. Boah, ich hab schon so ein Hagel an Geschossen, die hier durchfliegen. Hammer. Ist doch gut. Ich glaube, damit können wir die Quest auf jeden Fall erledigen. Und so gute Geschütze. Also die. Die streuen halt ziemlich, aber. Joa. Wenn man nah genug ranfliegt. So, es kostet mich die Reparatur. Na, geht in Ordnung. So, ich komme. Na komm. Ja. Oh, was Goldenes. Wird bestimmt YOLO, ist ja wieder golden. Das kann passieren. Nee, ist sogar meins. Oh, das ist ein Warpsprung. Kann ich noch nicht nehmen. Ja, so ein Warp-Schwung-Item, aber die schlucken so viel Energie, das brauchen wir mit unseren Kleinschiffen gar nicht erst in Betracht ziehen. Ach, da hinten gumpelst du rum. So, wir hatten jetzt die Quest gestellt. Das Ausrufezeichen, das ist ein Militärkaserne. Da brauchst du nicht hinfliegen, das kannst du von hier aus annehmen. Wo ist denn die? Ausrufezeichen? So ein Ausrufezeichen ist das. Hier beim Mond. Wenn du da zum Planeten guckst. Der ist ja ganz am unteren Ende. Ah, da. Ja, gut. Hab sie gefunden, einfach anrufen. Schwarzes Brett. Ich hab nur Ressourcenknappheit, 15 Kriegsroboter. Achso. Belohnung fast 2 Millionen. Ja, nee, das ist dann. Nee, dann ist das ein bisschen blöd, weil dann kriegst du nicht dieselben Quests wie ich. Machen wir sie trotzdem. Wir können ja die Beute teilen. Das Geld, das kann ich dir ja zusenden. Joa, machen wir. Müssen wir hin? Hier wieder durch das Tor. Das ist aber ein guter Deal, oder? Joa. Mal geteilte Arbeit, geteiltes Geld. Na, das ist ein bisschen schade, aber okay, das Spiel ist ja noch nicht komplett auf den Multiplayer ausgelegt. Na, die Frage ist, vielleicht haben sie auch nicht dran gedacht. Weißt du, dass man solche Quests gegebenenfalls gemeinsam erledigen möchte. Ne? Deswegen. Hui. Oh nein. Hä? Oh. Hä? Ja, du hast mich gerammt, weil du
durch bist. Habe ich jetzt was verloren? Ja, ich habe was verloren. Lolo, das ziehe ich dir von deinem Gehalt ab. Hehe, kannst du machen. So, und jetzt müssen wir ein tiefer springen. Die 49 Dollar tue ich noch machen. Naja, warte, ich gehe. Also meinst du auf minus 373, minus 258? Genau. Das lässt sich einrichten. Koordinaten. So. Hat die nicht. Ich springe. Bitte spring ein paar Sekunden später. Nicht, sag Bescheid, wenn du da bist. Ja, also ich bin da, und es sind ziemlich viele Piraten. Alter Falter. Oh, und ein riesiger Klotz Eisen. Und ein riesiger... Achso, den beschützen die wahrscheinlich. Nee, die greifen ja hier an. Aber seht zu, da sind sau viele. Und wir müssen uns mal zusehen, wo wir zuerst angreifen. Ey, ich muss jetzt schon los, weil wir können die, die weiter außen sind, können wir auf jeden Fall abfangen. Jo, komm mal. Ich werde sofort beschossen. Echt? Ja. Ja, dann kommst du mir. Flieg weg, die fliegen nicht so schnell hinterher. Ich mach den jetzt. Ja, dann guck dir, du siehst, wie viel das sind, ne? Ja. Ich hätte nämlich gesagt, wir nehmen zuerst die Ausreißer, die links. Das ist ein Ausreißer, also ich bin außen. Nee, du bist total drin, der Ausreißer ist ganz hinten. Ja, gut, hält sich in Grenzen. Unter mir ist auch noch einer, aber... Ja, die halten ja überhaupt nichts aus. So, erster Down, Gold. Da hinten sind noch zwei, machen wir erst. Ach, wir sind echt mittendrin. Ja. Scheiße. Und die halten aber nichts aus, nehmen wir den hier unten. Naja, ich habe ja gerade auch schon hier einen zerlegt. Oh, verdammte Hacke, ich werd geschossen! Ito. Alles für dich. Jena. Ruf! Ah, ich werde immer noch beschossen. Ruf hauen. Aber den holen wir uns. Jawohl, jetzt. Der ist futsch. Jo. Alter, der Oberen. Oh. Das ist ein Nacker, das geht. Okay, haben wir. Nächsten. Der nächstgelegenere. Wo ist denn der nächste? Denk dran, auch deinen Sachen hier einzusacken. Hab ich doch, oder? Außer achso, das ja. Und sowas, ja, gut. Gut, hier vorne, da sieht man schon ein. 4 Kilometer. Aber der ist ein bisschen härter, glaube ich. Ja, über uns aber auch noch einer. Ja, nehmen wir als nächstes gleich. Jo. So, da hinten ist schon der nächste. Die werden so zugesetzt, ich könnte nicht mal was machen, Alter. Kaputt. So. Alter Schwede, hat der was fallen gelassen. Wo ist denn noch einer? Da hinten. Ein paar sind das noch, ne? Ja, hier. Ja, außen. Sehen wir auch noch. 4 Kilometer, den kriegen wir. Ach, da bist du. Ja, auf der anderen Seite sind auch noch ganz außen welche. Was ist das? Ach so, stark beschädigt? Ja, gut. Junge! Was denn? Da ist was für dich, ein Geschütz. Zack. Jo. Er ist futsch. So, erstmal hier die Loots einsammeln hier, wenn man kann. Ne, es scheint alles für dich zu sein. Wo werde ich gerade beschossen, aber ich sehe nicht wo. Da. Die Schiffe sind so klein, ich sehe alles von lauter Zahlen, ich sehe überhaupt nicht mal was. Oh, das für dich. Geschossen? Ja, von da oben.
alter Schwede, was so riesige nee, Eisenklumpen. Das Grüne ist für dich, was hier rumschwebt, ne? Wo denn? Wo sind was? Ach, da hinten. War's das? Nee, oben links ist noch einer. Oben links? Ach, da. Ah, den hole ich mir. Ist da noch was, was wir abluten können, oder? Nee, nichts. Na komm, Baby. Ah, ich hasse mein Schiff, ey. Es hat so schlecht bremst. Na, gleich weiter drauf heizen, um es zu zerstören. Vielleicht kommt da noch was raus. Da hinten sind auch noch zwei, gell? Was? Wir haben noch zwei? Ja. Hä, wo siehst du noch zwei? Dreh dich mal um. Schiffe? Ja, Schiffe. Ach, da. Na, was für dich? Wo? Ja, da, wo wir gerade eben waren. So, alles eingesammelt. Da, reicht. So, jetzt muss ich die Schiffe wieder von mir schauen. So, mal eben 30.000 wieder verdient, ne? Wenn der hier weg ist. Schick, schick. Jo, 63.000. Hammer. Also das war eine super Leistung. Schick, schick. Beides nicht meins, das ist deins. Schade, dass das hier keine Titanklötze sind. So, dann überweise ich dir erstmal das Geld. Kannst du mal kurz was im Chat schreiben, nur damit ich weiß, wie du heißt? Also mit YOLO. Ja, also der Name ist dasselbe, aber der Schiff, also es kommt mir auf den Schiffnamen drauf an. Ist hier der normale Name. Du weißt auch, ja, die Ideenschmiede. Was habe ich gesagt? 63.000, ne? Das genau. Heißt, du kriegst dann 31.500, stimmt's? Genau. Senden. Müsste raus sein? Ja, dauert, glaube ich, oder? Ach nee, bekomme ich als Brief. Genau. Wuhu! Nehme ich. Ablehnen. Ach, der ist gar nicht so groß, wie er wirkte. Der 42.000 hier, der in der. Ja, gut, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir einmal so einen gigantischen Brocken hatten. Ich hatte auch schon größere gehabt, ne? In meinem privaten Spiel. Aber nehme ich trotzdem alles mit, was ich hier kriegen kann, weil es ist gutes Geld. Mann! Mein Schiff hat einen Wende- und Bremskreis von... keine Ahnung. Ja, wie machen wir das? Bauen wir das Schiff denn in der Folge, oder? Hm. Also mir ist beides recht, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir können es ruhig in der Folge bauen. Ja, ne? Okay. Ich glaube, die Leute, der ein oder andere, interessiert sich auch für das Bauen. Genau. Also wir kündigen das aber am Ende einer Folge an, wenn wir ein Schiff bauen, damit ihr wisst, ob wir die nächste Folge sehen müsst oder nicht. Oder wir machen es Anfang der Folge, da können die Leute gleich wieder wegschalten. Die es nicht interessiert. Das stimmt. Das war aber sehr erfrischend gerade. Ja, können wir mal machen, so eine kleine Mission. Also zu zweit auf jeden Fall. Also es ist gutes Geld. Ja. Ruf gab es jetzt aber nicht. Also zumindest habe ich es jetzt nicht gesehen. Was, kein Ruf? Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Ja. Kommt vielleicht noch. Ich spiele es ja seit einer Woche draußen. Ja, Kopfgeldjäger sind aber auch nicht gern gesehen, ne? Ach so, die Mission kam von Kopfgeldjägern, oder wie? Nee, aus der Kaserne, aber wir sind ja Piratenjäger. So. Und dementsprechend sind wir damit offiziell Kopfgeldjäger, weil, du bist ja keine Behörde oder sowas. Du jagst ja zwar Kriminelle, aber auf eigene Verantwortung. Stimmt. Also bist du wie in Amerika diese Kopfgeldjäger. Ja, okay, stimmt. Hast du auch theoretisch wieder recht, aber... Ah, da kommt was angeflogen bei dir, Alienschiff. Oh. Ist das ein Alienschiff oder Pirat? Meistens sind das dann wieder... Ja, es sind Alienschiffe. Alienschiff. Huch, aber die sind mir neutral, also. Nee, die sind mir auch neutral. Die sind aber böse. Das sind die, die aus der Mitte entstanden sind. Ach so. Da wärst du aber auch nicht böse, wenn du die abschießt. Die kannst du immer jagen. Vielleicht haben sie ja was Gutes dabei.
Oh, nennt mich Alien Hunter. Oh yeah, baby. Nennt mich den Alien Hunter. Kaboom. Naja, naja. Das war meins. Okay, wo ist denn mein Klotz hin? Da ist er. Oh, da unten ist noch was. Mal gucken, wen das gehört. Dir. Ja, meins. Ja. Wollte schon sagen, da bin ich doch gerade eben rumgekreist. Voller Erfolg. Voller Erfolg. So kann man überrascht werden beim friedlichen Abbauen eines riesigen, gigantischen Klumpens. Jetzt muss ich mal noch kurz nachschauen. Die zwei sind die Bergbaugeschütze und die drei, okay. So. Ich bequeme mich immer auch hier nach vorne. Guck mal, da kommt der Ninja-Looter wieder. Weißt du, nee, mein Block ist mir nur gerade zu weit entfernt. Ach so, deswegen denkst du, okay, brauchst du bei mir mit. Ist doch eh egal, weil es kommt darauf an, wer da näher an den Stein dran ist. Wenn aber ich das so Ding da zerballer, dann fliegt das eh wahrscheinlich zu dir. Nein, nein, nein. Aber so wie du buddelst, buddelst du auch falsch, das weißt du, ne? Wie ich buddel falsch. Du musst ständig auf einen und denselben Stein draufballern. Ja, yeah, ja. Weil du dich die ganze Zeit bewegst, deswegen. Dann mache ich. Ja, ich kann nicht anders, Entschuldigung. Achso, das ist das Raumschiff, ja? Ja, liegt nicht an mir. Also ich mach das nicht freiwillig. Denn solltest du dir wirklich überlegen... mal umzubauen. Ja. So viel Schaden haben wir aber nicht erlitten. Gut, gut. Nö, du, also ich habe den Schaden, den du mir angerichtet hast, durch Zufall. Und mir fehlt noch ein Seitenflügel, der eigentlich nur Deko ist. Deswegen diese Deko-Elemente, die machen ja total viel Kosten aus nachher, ne? Mayday, wir werden angegriffen von Piraten. Ist das in der Nähe? Weiß ich nicht, musst du bei dir auf der Karte gucken, weil ich es nicht bekomme. Nee, ist wieder zu weit oben. Also lohnt sich nicht hin. Lohnt sich nicht. Okay. Also Eisen habe ich eigentlich schon genug, ne? Wie viel? Gleich 70.000. Oh. Ich habe 25.000. So, dann wollen wir hier mal. Was sag ich das hier? Deine Bremsschub ist niedrig, deine Korrekturhilfe und. Ja, ich weiß. Was sagt er mir hier? Dein Schiff ist stark beschädigt. Stark beschädigt, mein Schiff ist. Ja, das ist. Ich glaube, die haben nur stark beschädigt, die haben nicht leicht beschädigt drin. Doch, doch, leicht beschädigt gibt's auch, dann ist das Zeichen gelb. Pass auf, du könntest mich treffen, wenn du durchschießt, ne? Nee, du bist über mir, du könntest mich aber treffen. Nee, ich bin seitlich von dir. Ja, gut, ist die Frage, wie man drauf guckt. Ja. So. Ja, oh, was sagt denn der Klotz hier? 7000. Entweder wir machen uns so einen Acker oder wir legen uns mit den Banditen da vorne an. Banditen! Da kommt die Nachhut. Naja, das passiert dir ja öfters. Sobald du von den Hypersprungtoren weg bist, also sprich durch die Galaxie heißt, dann kann das passieren, dass du öfters mal angegriffen wirst. Soll mir egal sein. Jetzt eiert der hinter so einem Stein rum. Aber es sind dieselben, die haben hier genau dieselbe Farbe. Ja, ja. Ihre Kollegen. Oh, da hinten ist doch so ein großer Block. Genau dieselbe Fraktion, ne? Also jede Fraktion von Piraten hat ja auch ihr eigenes Revier sozusagen. Kabum! Da ist was Blaues. Das ist schön für dich. Wo ballerst du denn gerade drauf? Achso, auf den da. Ich glaube, der Typ hat schon keine Geschütze mehr. Alter. Irgendeiner ist doch unter mir. Okay, jetzt verstehe. Ich bin wirklich stark beschädigt, weil er mich gerade gar nicht gesehen. Meine Steuerdüsen sind alle angeditscht. Achso, ja, siehst du doch unten. Also an einem Heilbaren. Nee, das unten, das ist das, was deine Lebenspunkte, die repariert werden, also sprich die Gegenstände und sowas, weißt du? Aber das, was fehlt, siehst du da dran nicht. Das siehst du nur oben oder beziehungsweise das Blaue ist auf jeden Fall deins. Echt? Ja.
Alter, man Ja, merkt die den sind ja Unterschied. die zwei Grünen da. Hey, cool, wir haben sogar Geld bekommen. Und Beziehung verbessert. Ja. Hä? Beziehung verbessert? Ich nicht. Beziehung 0 Punkte, glaube ich, war das. Ich habe ganz nicht drauf geachtet. Aber bei dem bin ich, glaube ich, schon bewundert, deswegen. Ja, wie gesagt, das Blaue ist deins. Da ist noch was. Ich versuch's gerade anzusteuern. Ist gar nicht mehr so leicht bei meiner Driftkulisse. Ja, bei mir ist schon zu viel beschädigt. Also, ich merke den Unterschied. Ich müsste auf jeden Fall reparieren gehen. Die Folge ist aber auch schon wieder zu Ende. Genau. Ich würde sagen, wir gundeln in Richtung Reparaturenbock und sehen uns dann in der nächsten Folge in voller Frische wieder. Bei der Reparaturenbox. Genau. Genau. Okay. Und Schuh, da habe ich gerade ein Abo bekommen. Und Schuh. Tschüss.